Savage. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Start in dieses extravagante, geile Drecksvideo. Alter Jungs, ihr glaubt nicht, was jetzt abgeht. Ich habe ein Paket gekriegt. Und es ist nicht das, was von Hermes gestern zu spät gekommen ist. Alter Jungs, was geht ab? Ich habe hier einfach, Junge, Candy Camp Ton verändert Special Edition Mix, Junge. Und wäre das alles nicht genug, Junge, gibt's bei jeder Bestellung. Heißt, wenn ihr einfach so einen Mix bestellt, einfach eine handsignierte Autogrammkarte von mir. Die ist auch wirklich mit Liebe unterschrieben. Und bei manchen Dingern steht auch hinten so ein kleiner Text drauf. Einen kleinen Moment, ich mach mal ganz kurz Geschmackstest. Boah, gut, mit Käse überrollt, alles super. So lecker. Übel geil, Junge, der sieht ja richtig geil aus. Alter, ich feier das Ding übel, Junge, das sieht ja richtig farbenfroh aus. Ich hab Bock, das ganze Ding gleich zu essen, aber ich glaube, dann geht's mir auch super. Guck mal jetzt, wir unterschreiben jetzt live im Video diese Autogrammkarte und ich hoffe, einer von euch bekommt diese Autogrammkarte. Wir schreiben noch einen schönen, entspannten Text hinten auf die Seite. Grüße vom Video. Also, wenn ihr Bock habt auf so einen leckeren, geilen Special Mix, dann klickt auf den Link in der Beschreibung und ihr kriegt auch noch eine gratis Autogrammkarte dazu. Wenn ihr wüsstet, wie mühsam das ist, das Ganze unterschreiben. Aber ich mach gerne. Herzlich willkommen zu diesem extravaganten Video heute. Taking off a skirt, let her wear my shirt, but she leave. I'ma need my shirt back. 2003. Wo bin ich in meinem Leben falsch abgebogen, dass ich mit 19, jetzt 20 bald, nicht so aussehe wie der? 2003, der ist ein Jahr älter als ich, der hat Bart, Alter, der hat hier Mercedes, Audi. Was hab ich? Eine Lego-Frisur, kein Bart und wohne noch zu Hause. Perfekt, ich hab alles in meinem Leben erreicht. Nicht schon wieder. Die machen Lifehacks, ja? Und irgendwann ist diese Kapazität von diesen Lifehacks auch aufgebraucht. Und dann fängt man halt an, so eine Scheiße hier zu produzieren. Aber ich habe eine einzige Frage. Wer von eurer Produktionsabteilung für Lifehacks ist so dermaßen auf den Kopf gefallen, dass euch überhaupt sowas einfällt? Guck mal hier. Wie soll das funktionieren? Ich hätte mir schon beide Beine und beide Arme gebrochen. Oder das, Junge, wie? Wer kommt denn auf so einen Bullshit? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Es gibt Leute, die überlegen sich das. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe hier Sachen auf meinem Tisch wie Boot. Was soll ich mit dem Boot machen? Mir auf den Kopf setzen. Boah, Lifehack für, keine Ahnung, dass ich aussehe wie ein Depp. Puh, Digga. Ich weiß nicht, was ekliger ist, ja? Diese vergammelte Zahnbürste oder dass sie die Zahnbürste in so einen vergammelten Gummihandschuh reinlegt, ja? Diese Handschuhe, ich weiß nicht, wenn einer mal die von euch getragen hat, ja? Deine Hände schwitzen in dem Ding. Die schwimmen in ihrem eigenen Schweiß. Ja, da stecke ich gerne meine Zahnbürste rein. I take the ball. Ja, ich wollte mein Abi machen. I bounce it. Und dann Medizin studieren. Ich habe mein Abi gemacht, studiere jetzt auch noch. I shoot. I miss it. Und jetzt bin ich TikTokerin. Das heißt arbeitslos. Naja, dann herzlichen Glückwunsch. I miss it, Alter. Ich hoffe, ich miss morgen nicht diese Scheiße hier, ja? Wenn ich morgens Prüfung gehe und ich miss, dann bin ich nicht nur arbeitslos, sondern auch obdachlos. Ja, Mann, wirklich, Alter. Ja, Mann. Diese Videos sind der größte Dreck. Ich habe noch nie jemanden in Real Life gesehen, der so aufsteht. Klar, Mann, Digga, dann noch mit Staubsauger. Ich fange auch an um 7 Uhr morgens, jedes Mal, wenn ich aufstehe, Staubsauger, Alter. Um 7 Uhr morgens, wenn ich aufstehe, Junge, dann brülle ich meinen Wecker an, warum der überhaupt schon klingelt. Der Bastard. Ja, klar, meine Hose bügel ich auch noch, Alter. Wie lange geht seine Morgenroutine? 3 Tage oder was? Ich habe gerade mal so Zeit, morgens meine Zähne zu putzen, duschen zu gehen und zu frühstücken. Aber wisst ihr, von welchen Leuten diese Morgenroutinen immer kommen? Ja, von Influencern oder auch TikToker. I miss it. Weil die eh den ganzen Tag nichts zu tun haben, Junge. Die stehen dann kurz um 9 Uhr auf, fühlen sich dann mal cool, dass sie früh aufgestanden sind. Und dann geht ihre Morgenroutine bis, keine Ahnung, 18 Uhr nachmittags oder so. Und zum Schluss lese ich mal noch einen richtig geilen Kommentar vor, der mir einfach so kurzzeitig angezeigt wurde. Digga, das Intro ist so scheiße. Meinst du das hier? Okay, kein Problem, Mann. Z Prime Gamer, wir gucken einfach mal bei dir vorbei, was dein Intro ist. Hey Leute. Nun sind es bereits mehr als 6 Monate her.
Oh mein Gott, ihm geht's noch gut. Alter, ich hab schon gedacht. Warte, wer bist du nochmal? Es ist irgendwas passiert. Bla bla bla, dein Intro, ja? Geht eine halbe Minute. Für ein verpixeltes 20 FPS Fortnite-Video. Ganz kurzer Disclaimer, ich habe eine Kooperation mit Dragside. Das ist eine Firma bzw. ein Unternehmen, das PCs zusammenbaut, So eine geile Werbung habe ich auch noch nie gesehen, ja? Was haben die dir eigentlich für ein Briefing geschickt? Bitte stotter in deinem Video rum und rede undeutlich. Naja, und das war's auf jeden Fall wieder mit dem Video. Wir sehen uns, wenn es wieder heißt. Die Verbraucher, die...